So, hallo Freunde, heute wird ein bisschen anderes Video. Ich werde euch ja zeigen, alle meine Polizeiautos. Das wird nicht nur Polizeiautos, nur auch Polizeifahrzeugen. Und in das nächste Video, ihr werdet sehen, dem Ganze meine andere, nur Zivil- und normale Playmobil-Autos. So, starten wir mal los. Ich starte mit dieses Auto hier. So, dieses Auto hier war ja original blau und ich hatte ja Police da und ich habe ja etwas mit dem grünen Klebeband. Es kostümiert und ja. Das ist da für mich halt seine grüne Polizeiauto. Es sieht ja nicht so gut aus, aber das war ja gut für mich. Ihr kann ja vier Figuren reinsetzen und ja, ich habe noch eine andere Figur da, aber ja. Sind ja die in blau Uniform. Aber ja. So. Dieses Auto ist von das Jahr. 2013 und Playmobil hat dieses Auto nochmal gemacht in 2020. Ja, so dieses Auto ist von das Z4187. So ja, und mit dieses Set, da war es ja auch diese Speedboot. Das ist ja ein Polizeispeedboot. Ja, das checken wir das nächste. Da war es ja ein Motor und ja ein Blaulicht, aber ich habe es ja aufgenommen. Ja, ihr könnt ja auch ein Motor hier reinsetzen, da oder her oder da. Und ja, dann es kann ja gehen. Aber für das braucht ihr ein Batterie. Leider für dieses Auto, das Blaulicht ist ja nicht. Da sind ja keine Licht und Sirene. Es ist nur ein Sticker und das ist da das. Dann nächstes ist ja dieses Polizeikombi. Also ich habe ein bisschen auch customisiert. Ich habe da Polizei drauf geschrieben. Ich habe ja das Police war ja da. Aber und dann ich habe dieses gelbe Klebeband da. Sieht ja mehr als die neue Polizeiautos. Dieses Auto könnte ja das Kofferraum öffnen und das dem so das Unterlagen. Seht ihr? Ihr könnt das ja machen. Dann habt ihr einen größeren Kofferraum. Das ist ja, ich denke, ja, sehr cool. Ja. So, das war dieses Auto. Das Blaulicht leider ist an dieses Auto. Für das dieses Auto, ich habe es im eBay gekauft. Und ja, jetzt habt ihr keine Sirene. Und dann ich habe die Sirene von dieses Auto zum dieses Auto angepasst. Und ja, die Sirene ja, hat ja Blaulicht und auch Sirene. So, checken wir mal dieses Auto. Ja, und im Auto sind ja gewascht und desinfiziert. So, dann da ist ja keine Corona an das Auto. So, da sind ja drei Sitze, sind ja drei Figuren sitzen, da ist das Zubehör, da auch Telefon, Rad, so, diese Türken öffnen. Das ist ja cool. Diese beide Tür könnt ihr auch öffnen. Aber leider das Blaulicht. Ihr könnt ja ein Blaulicht reinmachen, aber ja, das ist ja nicht original. Das kann ja nur reingetunt. Ich zeige mal. Seht ihr da? Da sind ja nur alle so. Ihr könnt ja etwas machen, aber ich habe es nicht gemacht.
Das nächste Auto. Dieses Auto ist nicht von Playmobil, aber ich habe es benutzt als ein Zivilpolizeiauto. Und ich habe ja keine Polizeiautos. Das war ja mein erstes Playmobil-Polizeiauto. Und das zweite Playmobil-Set. Meine erste war es ja das kleine Polizeistation. Das seht ihr in den Videos. So. Das hier. Ich zeige ihm nichts mehr an das. So, das nächste ist ja das hier. Und da war ja nicht das SIK. Zivilpolizeiauto, dann ich habe ja selbst ein gemacht und ja, das war ja nur eine Polizeilimousine. Ich habe ja das Blaulicht rausgedeckt und ja, da rein gemacht und dann ich habe das mit etwas Kleberband aufgeklebt und ja, zwei Polizei. Figuren. Diese Felgen sind ja von dieses Auto da, aber die Originalfelgen sieht ja nicht so gut an dieses Auto, wenn es ja mit diesem Klebeband. So, nächstes, ich habe hier diese Doppelgänger. Diese Polizeiauto war es ja früher blau und es war ja Police und dann habe ich mit grünem Klebeband es modifiziert und ja, es hat auch Bild Felgen, was habe ich gebastelt auf Kleberknete. Ja, ich habe nur das das Felgen nur aufgedruckt und dann mit einem kleinen Stick. Das könnte ja nur die Ideen aufsetzen. So Polizisten, ja, das Kofferraum könnt ihr öffnen. So. Leider diese Blaulicht ist kaputt und ja, hier kann ich ja das nicht. Ein interessanter Ding, dieses Auto ist von das Jahre 1997, aber dieses Auto hat diese Drücke hier, diese kleine Lücke. Und dieses andere Auto hab's es ja nicht. Und dieses Auto ist auch von das Jahr 1997. Und das ist ja ein bisschen komisch. Okay, nur zum dieses Auto. Dieses Auto hat das Blaulicht. Ja, könnt ihr ja schalten es an. So, dieses Ding habe ich ja selbst gebastelt. Dem Felgen auf. So, dieses Auto ist ja sehr modifiziert. Das sieht ja ein bisschen jetzt ein echtes Auto. Das Dach kann man abnehmen, als dieses Auto auch. Alle Autos. So, das Kofferraum könnt ihr auch öffnen. Oh, ein Dreieck ist ja auf da. So, Ding da. Und dieses Set ist das 3903. 3903, das ist ja das Set für dieses Polizeiauto. Das war ja das amerikanische Variant, was ja blau und Police da. Das Nummer ist für das Set ist ja 3904. Für das deutsche Variant ist ja da das 3 in das Ende und für dieses da ist ja das 4. Ah, für dieses Auto, ich würde es gucken, es wird nicht ein das Polizei-Zivil-Auto. Dieses Auto-Set ist vom 2012 und das Set-Nummer ist 55184. Und ja, dieser alte Bus, das dieses Bus ist vom 2003 und das Set-Nummer ist 3160. Ja, und ja, dieses Auto ist der letzte benutzt in das Geldtransporter-Set. Das alte Geldtransporter. Und ja, dieses Auto ist ja erst im 2012 gemacht und nur auch im 2017, ich denke, in das neueste Set.
So, das wird alles für heute Video. Seht ihr das nächste Video? Wir sehen ja meine normale Playmobil-Autos, nicht Polizei. Und da, ihr würdet ja sehen, ein Einsatzauto. Das wird ein Krankenauto und das wird alles. Okay, sage ich mal eins. Tschüss!